Jetzt kommt Chekif Mosaddegh aus Afghanistan, ein Liedermacher. Er wird vielleicht auch sagen, wie er gelernt hat zu singen und zu spielen. Ihr könnt euch vorstellen, das waren schwierige Bedingungen. Aber jetzt ist er hier. Im vergangenen Jahr hat er uns schon mal besucht und er kommt mit einer Gruppe in diesem Jahr. Er stellt vielleicht seine Leute selbst vor, weil ich die Namen irgendwie nicht aufgeschrieben habe. Also jedenfalls kommt an, es wird auch eine Schauspielerin dabei sein, die Texte überträgt, damit wir das auch würdigen können. Und das, vielleicht machst du das oder Schicke. Ja, machst du das? Wenn ich spreche, mehr gibt es ein paar Lieder und das ist unsere schwierige Nachricht. Und das, ja. Im ersten Lied geht es um einen Liebesbrief eines Flüchtlings an seine Geliebte. Der Brief handelt von den Sorgen um die daheimgebliebene Familie. Und doch auch von der Hoffnung auf gute Nachrichten. Liebesbrief. Salam, meine Liebe. Wie geht es dir? Erzähl mir von der Trennung. Erzähl von Einsamkeit, von leeren Gärten. Von der roten Rose. Erzähl mir von meiner alten Mutter, von meinem bettlägerigen Vater. Sag mir, wie es ihnen geht. Wie geht es meiner Schwester? Sag nicht, dass du einsam bist. Ich einsam bin. Es uns nicht gut geht. Erzähl mir nicht die Geschichten vom Kommen und Gehen, es ist eine Qual. Sag, komm zurück, der Krieg ist zu Ende. Sag, jene Friedenstaube sitzt auf dem Dach. چرا که تمام است بگو آن برای
llorando y eso lo llevo. Das nächste Lied handelt von Flüchtlingen und ist für sie. Es erzählt von den Schwierigkeiten, alte Strukturen zu durchbrechen. Grundlos. Kalt, still und schwer bist du angekommen. Von deinem Leben hast du nichts gesehen. Aus Angst vorm Gerede der Leute, vor diesem und jenem, hast du dich mit 100 Stacheldrähten umzäunt. Das ist kein Ausweg. Überleg nochmal. Brich die Regeln. Zerreiß die Zügel. Ich bin bei dir.
Geh mit mir. Schaffe eine andere Welt mit mir. Eine Flucht über den Iran, die Türkei und Griechenland nach Deutschland. Ein Lied über Immigration. Asylant. Komm, bring mich weg aus diesem geliebten Land. Nimm meine Vergangenheit von mir, Krankem. Keine Kraft zum Bleiben,
unter diesen Umständen. Komm, schlepp mich, schleif mich weg. Liefere mich der Tyrannei des Nachbarn aus. Der Sonne bin ich müde. Bring mich in den Schatten. Nimm mich mit. Zu Fuß über die Berge von Kurdistan. Schmeiß mich ins Meer. Oder bring mich nach Griechenland. بیامرو از این کشور عزیز ببرم گذشته های با من مریض ببرم تا بوده بندن اینجا در این شرایط نه بیا منو کشان کشان و سینه خیز ببر ببر به سپارم به ظلم هم zerstört haben. Bring mich weg von langsamem Tod und Erniedrigung. Befreie mich aus den Fesseln von Kapital und Macht. Was macht es für einen Unterschied, ob ich hier sterbe? Oder dort still zu sterben ist endgültig. Es lebe die Stimme. Stone Sarmo, you're glorious.
چه فرقی می کند اینجا بمیرم یا آنجا؟ سکوت مردن محض است، زنده باد صدا. مرا ببر به سپارم به ظلم هم از افتاد خستم، مرا ببر Anwesende, ich bin wirklich überwältigt, wie viele Leute zu uns gekommen sind. Das ist ganz große Klasse. Erinnern heißt handeln. Gemeinsam gegen den Hass. Unser Komitee haben wir im Jahre 1986 gegründet. Hans Frankenthal, Peter Ginkold, Elsa Werner und viele andere waren dabei. Seit 32 Jahren bin ich die Vorsitzende. Es war die gemeinsame Lebenserfahrung der Überlebenden, die uns veranlasste, unsere neue Organisation nicht nur für ehemalige Auschwitz-Häftlinge und für Angehörige der Ermordeten, sondern auch für Personen und Vereinigungen zu öffnen, die sich dem Vermächtnis der Häftlinge und der Toten von Auschwitz verpflichtet fühlen. Und dieser Auftrag erklärt, warum wir uns einmischen in die Kämpfe und Auseinandersetzungen unserer Zeit und warum wir viel zu tun haben. Wir sind manchmal unbequem, weil wir das laut sagen, was ist. Wie schon die vor genau 100 Jahren ermordete Rosa Luxemburg sich auf Ferdinand Lassalle beziehend empfahl. In diesem Sinne mischen wir uns auch ein, wenn wir Unrecht sehen, melden uns zu Wort, haben uns zur Verteidigung demokratischer Rechte und Freiheiten verpflichtet. Aber wir brauchen Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Wir sind unabhängig und wir melden uns auch, wenn wir kleines Unrecht, wie Brecht sagte, sehen. Als die Hochbahn Hamburg unsere Plakate für die Bewerbung unserer Veranstaltung ablehnte, haben wir nicht geschwiegen. Und jetzt freuen wir uns über die Veränderung und das gegenseitige Verständnis. Was aber tun? In Zeiten, in denen die Grenzen des bisher nach dem Holocaust Sagbaren immer weiter ausgedehnt werden. Wenn rechte Kreise unverhohlen das Ende des Schuldkults fordern, das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnen und Hitler und die Nazis als Vogelschiss in der deutschen Geschichte, wenn auf offenen Straßen Hitlergrüße gezeigt und Menschen gejagt werden, wenn Hilfe für Geflüchtete als Gutmenschentum lächerlich gemacht wird,
wenn hier und in Teilen Europas ein autoritärer Nationalradikalismus um sich greift, wenn im Sprechchören auf den Straßen Nazi-Parolen gebrüllt werden? Was ist geschehen? Was können wir tun? Heute wollen wir Erfahrungen austauschen über diese Einflüsse für die Gedenkstätten, für das Gedenken und Erinnern allgemein und im Speziellen für Initiativen und Opferverbände. Denn Erinnern heißt Handeln. Aber es gibt Hoffnung. Ich sage, nach Chemnitz haben in Berlin 250.000 Menschen demonstriert. In Hamburg, München und anderswo waren Tausende auf den Straßen, um für eine offene und freie Gesellschaft, für Solidarität statt Ausgrenzung zu demonstrieren. Das macht Hoffnung und ist ein starkes Zeichen, dass wir Rechtsruck, Rassismus und Antisemitismus stoppen können. Gemeinsam mit den vielen gegen das Vergessen, gegen die, die Geschichte umschreiben und überschreiben wollen. Es gibt keine Gegenwart und keine Zukunft ohne die Vergangenheit. Nun gebe ich das Wort. Ja, ich grüße auch alle sehr herzlich, freue mich, dass trotz des sehr unfreundlichen Wetters diese Veranstaltung so gut besucht ist. Wir werden gleich darüber reden, über das, was Esther Belrano auch schon angesprochen hat, aber vorweg allen noch ein gutes neues Jahr, das uns hoffentlich bessere Nachrichten bescheren wird, als es das Vergangene getan hat. Ich habe immer gelernt, man kann so bis Mitte Januar noch diese Neujahrswünsche aussprechen. Was ich auch gelernt habe, man kann binnen Monatsfrist noch Geburtstagswünsche nachtragen. Nun ist Alter allein ja kein Verdienst. Das wird man, wenn man Glück hat und gesund lebt. Aber was ein Verdienst ist, wenn man trotz hohen Alters so aktiv ist und für sich und vor allem für uns, für die Kinder, für die Enkel, für unsere demokratische Gesellschaft gegen das Vergessen streitet. Deshalb die Geburtstagswünsche an dich zu deinem 94. Geburtstag nochmal ganz herzlich. Haben alle bei der Einladung gesehen, wie das Programm für heute aussehen wird. Es gibt eine ganz kleine Abweichung. Carina Bock musste leider aus Krankheitsgründen absagen. Wünschen ihr gute Besserung. Felix Krebs ist ganz kurzfristig eingesprungen. Dafür herzlichen Dank. Felix Krebs ist für das Hamburger Bündnis gegen Rechts hier auf dem Podium. Wir haben das so uns gedacht, dass jeder sich selbst vorstellt. Das ist natürlich, also nicht ich habe das gedacht, sondern die Veranstalterinnen und Veranstalter des Auschwitz-Komitees. Das ist aber eine sehr kluge Lösung, denke ich. Denn wenn man selbst mit einer gewissen Bescheidenheit sich vorstellt, wird das in der Regel nicht so lang, als wenn der Moderator das tut. Deshalb finde ich das sehr schön. Esther hat sich eben schon ganz kurz vorgestellt, dadurch, dass sie verwies, dass sie nicht nur die Gründungsvorsitzende ist, sondern das jetzt schon im vierten Jahrzehnt betreibt, sozusagen. Ich möchte mit einer Frage an Esther und die anderen
wie gesagt, stellen sich kurz vor, wenn ich die erste Frage an Sie richte, mit einer kurzen Frage an Esther beginnen. Du hast darauf hingewiesen, dass es eine Aufmerksamkeit für diese Veranstaltung im Vorfeld dadurch gegeben hat, dass anders als sonst üblich die Hamburger Hochbahn es abgelehnt hatte, das Veranstaltungsplakat in der Verkehrsmittelwerbung mit aufzunehmen. Und du hast darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem Protest und nach den Gesprächen sich diese Haltung geändert habe und dass man das nur begrüßen kann. Aber worauf ich noch mal kurz eingehen möchte, ist die Argumentation, weshalb das abgelehnt worden ist. Das war der Verweis darauf, dass diese Veranstaltung eine Veranstaltung ist, zu der es keinen parteiübergreifenden Konsens gebe. Und die Hochbahn als öffentliches Unternehmen in Hamburg satzungsgemäß verpflichtet sei zur parteipolitischen Neutralität. Was ist deine Meinung? Wie hältst du es mit der Einschätzung, dass bei einer solchen Veranstaltung sozusagen etwas betrieben wird, was nicht ein Thema sei, das für ein öffentliches Unternehmen, also für jemanden, der für die Stadt als Ganzes aufsteht, tragbar ist? Wie schätzt du das ein? Also erstmal muss ich sagen, das ist also wirklich eine einmalige Sache gewesen, denn wir machen ja das schon jahrelang, dass wir bei der Hochbahn unsere Plakate zeigen dürfen. Ja? Und ich meine, unsere Veranstaltungen sind ja alle politisch. Ja? Sind ja alle politisch. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, was verstehen die eigentlich darunter? Ja? Dass die Parteien nicht damit einverstanden sein können, ja? Wenn wir eine Veranstaltung machen, gegen das Vergessen zum Beispiel. Ja? Also da ticken die ja wohl nicht. Ich sage nochmal, wir haben immer unsere Plakate dort aufgehängt. Und jetzt muss irgendjemand sich geändert haben, irgendwelche Leute, andere Leute sind da eingestiegen, ja, und die haben eben irgendwie eine andere Meinung als wir, ja. Und ich kann es einfach nicht begreifen. Das ist das gehört zu Hamburg, ja. Und darum habe ich auch gesagt, wir müssen unbedingt diesen Bürgermeister da informieren, ja. Weil das ist ja sein Ressort, ja. Er muss sich darum kümmern, ne? Und ich bin davon überzeugt, er hat sich darum gekümmert, sonst hätten die das ja nicht geändert. Ja? Also unsere Plakate hängen jetzt dort. Was Angriffspunkt gewesen ist, war ja nicht, dass gedacht wird, das hat die Hochbahn ausdrücklich gesagt, in einer Veranstaltung an die Befreiung des KZ- und Vernichtungslagers Auschwitz vor 74 Jahren. Sicherlich hat auch nicht die Parole gemeinsam gegen den Hass irgendwie zu dieser Entscheidung geführt, sondern etwas, was auch mit angesprochen war. Es war ein Foto von der großen Demonstration, die sich im September dafür eingesetzt hatte, wie mit jenen umgegangen wird, die aus Verzweiflung, aus der Suche nach einem anderen, besseren Leben, ihr Leben riskieren, um über das Mittelmeer
den Weg nach Europa zu finden. Und diese Fragen gehören sicherlich zu Fragen, über die es kein, also die Frage, wie mit Migration, mit Flucht umgegangen wird, zu denen es in unseren Parlamenten, das ist ja jetzt so, dass im Bundestag und in allen Landesparlamenten eine Partei ist, die die explizite Gegnerschaft erklärt hat zur Aufnahme von Menschen, die als Geflüchtete zu uns kommen wollen. Da gibt es keinen parteipolitischen Konsens in dieser Frage. Nur darf man das zum Maßstab für Entscheidungen machen? Das ist eine Frage, die ich gerne an Regula Fenske richten möchte, verbunden mit der Bitte, sich dann auch vorzustellen. Und wie Sie das einschätzen, dass im Zusammenhang mit dem strittigen Punkt nach 2015, der großen Zahl, die ins Land kam, der Frage, ob es schaffbar ist oder nicht schaffbar ist und dem der Euphorie der ersten Monate mit Willkommenskultur, die dann umschlug in eine, auch in den Medien umschlug, in eine Debatte darüber, ob das nicht die Kräfte des Landes, der Bevölkerung, der Gesellschaft überfordern würde. Im Zuge dieser Debatte ist manches in Rutschen gekommen und die Grenzen des Sagbaren verschoben worden. Wie stellt sich das als Herausforderung für Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die ja ganz genau darauf achten, was Wörter bewirken können? Ja, guten Tag erstmal auch von mir. Es geht, glaube ich, aus der Frage schon hervor. Ich bin Schriftstellerin, freie Schriftstellerin seit 76 in meiner Wahlheimatstadt Hamburg. Und ich sitze hier heute, weil ich den Deutschen PEN vertrete und darf vielleicht diese Schriftstellerorganisation ganz kurz vorstellen. PEN International wurde 1921 gegründet nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und der verheerenden Auswirkungen, die Nationalismus damals über Europa ja schon gebracht hatte. Und das Ziel des internationalen PEN, dem etwa 140, 150 Zentren in etwas über 100 Ländern angehören weltweit, ist, sich weltweit für die Freiheit des Wortes einzusetzen, gegen Zensur und für Frieden und Völkerverständigung, für ein friedliches Zusammenleben der Völker und der Menschen, Nationen, wie immer man es dann nennen will. Jedes Mitglied des PEN verpflichtet sich bei Aufnahme, mit der Unterschrift unter unsere Charta, sich mit der ganzen Kraft, die man hat, einzusetzen und gegen jedwede Form von Hass zu wirken. Also Rassen, Klassen, Völkerhass hinzugekommen ist, auch Hass aufgrund des Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung. Das konnten wir in unserer Charta nicht so explizit schreiben, weil dann Mitglieder in Russland oder in afrikanischen Ländern, bei denen zum Beispiel homosexuelle Propaganda verboten ist, nicht mehr Mitglied sein könnten. Deshalb hat man jetzt die spezifische Nennung von Hass einfach allgemein gesagt, jedwede Form von Hass. Dagegen verpflichten wir uns zu wirken. Ja. Der deutsche PEN ein erstes deutsches Zentrum wurde 1924 gegründet, musste dann 1934 aus dem internationalen Zusammenhang ausscheiden, weil zu dem Zeitpunkt schon die führenden Vertreter dieses ersten PEN-Clubs im Exil waren oder dann eben verfolgt wurden. Also Alfred Kerr, Heinrich Mann, Sie kennen ja alle die Namen. Es hat dann einen Exilclub gegeben und dann hat man sich nach dem Krieg neu gegründet, Ost und West. Das ist also sehr spannend, weil es sozusagen auch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts sehr widerspiegelt. Wir haben 2014, jetzt komme ich zu der Frage, in Hamburg eine Benefizgala gemacht für geflüchtete Schriftsteller und für Schriftsteller, die weltweit in Gefängnissen sitzen. Hier in Hamburg in der Freien Akademie der Künste. Und damals lebte noch unser Ehrenpräsident Günter Grass. Und ihm ist es zu verdanken, seiner Initiative, dass wir 2014 in Hamburg damals eine große Resolution verabschiedet haben für ein auf
humanistischen, humanitären Grundsätzen beruhendes europäische Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik und Praxis. Und wir haben damals 1200 Unterschriften gesammelt von Autoren, also auch in anderen europäischen Ländern, einige Nobelpreisträgerinnen wie Elfriede Jelinek, Hertha Müller waren dabei. Das war also ein Jahr vor dieser sogenannten Flüchtlingsdebatte, die dann in der Gesellschaft um sich griff. Es war damals erschreckend zu sehen, wie die Presse reagiert hat. Günter Grass hatte für seine Art eigentlich sehr ruhig darüber gesprochen, dass in Deutschland schon mal zwei größere Flüchtlingswellen ja gut bewältigt worden sind. Einmal nach dem Zweiten Weltkrieg die Flüchtlinge aus dem ehemaligen dem östlichen Teil Deutschlands und zum anderen Anfang der 60er Jahre die sogenannten Gastarbeiter, die ja mit zum Wohlstand der Bundesrepublik beigetragen haben. Und daraus ist dann in der Presse eigentlich nur noch übrig geblieben, Grass fordert Zwangseinquartierung. Und da war die FAZ Seite an Seite mit der Bild-Zeitung. Das war also eine Schlammschlacht, unter der er in den letzten Monaten seines Lebens sehr gelitten hat. Also das ist sozusagen schon etwas, was wir schon vorher als unser Thema hatten. Und dann natürlich nicht nur geflüchtete Schriftsteller, sondern insgesamt geflüchtete Menschen. Das ist ja unsere Politik, die mit zu der Unmöglichkeit beiträgt, in manchen Gegenden der Welt noch zu leben. Ob es jetzt Klimapolitik ist, ob es die Wirtschaftspolitik ist. Natürlich muss man sich darüber unterhalten, wie wir hier am besten die Aufnahme gestalten können. Aber dass wir es können, wenn wir es wollen, das kann man nicht in Abrede stellen. Also, da finde ich, haben Schriftsteller natürlich die gleiche Verpflichtung wie jeder andere Staatsbürger auch. Das gebietet ja die Menschlichkeit und wenn wir uns morgens in den Spiegel sehen wollen, dann ist ja doch logisch, dass wir mit beitragen wollen zu einer lebenswerten Welt und nicht zu einer Welt, die weiter zerstört wird. Ja, ich würde gern überleiten zu Ruben Herzberg, dass die Themen, mit denen wir uns heute hier beschäftigen wollen, sind ja Themen, die nicht nur ein Auditorium in solchen Veranstaltungsräumen angeht, wo diejenigen kommen, die im Prinzip ohnehin schon viel von dem teilen, was wir hier heute miteinander bereden werden, sondern das sind ja Fragen, die auch in anderen öffentlichen Räumen debattiert und verhandelt werden müssen. Zu diesen öffentlichen Räumen gehören auch diejenigen, die sozusagen als neudeutsch Sozialisationsinstanzen im Blick geraten, also neben der Familie all das, was von Kindheitsbeinen an sozusagen Menschen prägt. Die frühkindliche Erziehung in Kitas und dann Schulen. Hochschulen, Ausbildung, Arbeitsleben. Ruben Herzberg hat viel mit Schulen zu tun. Inwieweit hat denn das, was wir eben kurz angerissen haben, also eine Veränderung in der Art, wie über Fragen gesprochen wird, die Menschenrechte, Zuwanderung, die Frage, sozusagen, was ist machbar, was überfordert und überspannt. Inwieweit sind diese Fragen, die auch in der Schule angesprochen werden? Ist da sozusagen, ich weiß, Sie sind jetzt im verdienten Unruhestand, aber Sie haben doch die Zeit genau noch als Schulleiter mitgemacht, 2015 bis 2017, als diese Fragen gesellschaftlich stark verhandelt wurden. Waren das Fragen, die die Schülerinnen und Schüler auch mitbrachten? Ich folge der allgemeinen Aufforderung, mich zunächst mal vorzustellen und verbinde das dann nach Möglichkeit mit der Antwort auf die Fragen von Herrn Gabel. Ja, Ruben Herzberg ist mein Name. Ich war
23 Jahre lang Schulleiter hier um die Ecke im Stadtteil am Gymnasium Klosterschule, direkt hinter der Hauptfeuerwache am Berliner Tor. Mit dem Thema, das wir heute im Gespräch haben, auf der einen Seite das Gedenken an den Holocaust und auf der anderen Seite die Fragen nach Gegenwart und Zukunft. Vor diesem Hintergrund habe ich mich sehr früh und sehr intensiv vor dem Hintergrund meiner Familiengeschichte immer beschäftigt. Ich bin als Sohn von Nazi-Verfolgten und Flüchtlingen in Israel geboren worden, 1951. Meine Eltern haben, das kann er ganz schnell ermitteln, als ganz junge Menschen die Flucht ergriffen, als deutsche Juden. Meine Mutter war 15 Jahre alt, als sie, heute würde man sagen, als unbegleitetes Flüchtlingsmädchen Deutschland fluchtartig verließ, 1936. Mein Vater, noch früher, war 20 Jahre alt, 1934, als er Berlin verließ, als junger Berliner Jude. Diese Familiengeschichte hat für mich immer eine sehr große Bedeutung gehabt. Das hat auch sicher mit dazu geführt, dass ich nach der Rückkehr meiner Eltern nach Deutschland, was auch keine einfache und leichte Entscheidung war, Germanistik und Politik studiert habe und Geschichte mit historischem, mit politischem Schwerpunkt. Ich wollte versuchen, so viel wie möglich rauszukriegen. Wie konnte das geschehen? Und je älter ich werde, desto schwieriger werden die Antworten. Aber eine Aufgabe war für mich immer wichtig, nämlich mit jungen Menschen daran zu arbeiten, dass so etwas nie wieder möglich ist. Und ich glaube, dass ich da nicht alleine bin im deutschen Bildungswesen. Und das war auch der Grund, warum ich in Deutschland geblieben bin, neben der Liebe. Wir, sage ich jetzt einfach mal, als Pädagoginnen und Pädagogen in den letzten von mir wirklich bewusst erlebten, weit über 40 Jahren an den Bildungseinrichtungen in Deutschland getan haben, das ist eine ganz große Anstrengung gewesen. Den Satz von Adorno, ich glaube, für viele immer, immer Leitlinie war, die allererste Forderung an Erziehung ist, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, umzusetzen. Und ich glaube auch, dass wir hier vieles erreicht haben. Aber ja, die Herausforderungen sind da und sie wachsen auch wieder. Und das hat natürlich auch mit den Entwicklungen zu tun, die uns jetzt gerade Sorge machen. Also die Jahre 2015 bis jetzt gekennzeichnet durch einen Zustrom an Geflüchteten, für den ich immer sehr, sehr dankbar war. Also dass Deutschland ein Land ist, aus dem meine Eltern fliehen mussten, um ihr Leben zu retten, und heute ein Land ist, das die Tore weiter aufmacht als eigentlich fast alle Länder dieser Welt, um Menschen in Not, in Lebensgefahr zu helfen und sie zu retten. Das macht mich sehr, sehr froh. Und viele Schulen haben ihren Beitrag auch hier bewusst und gezielt geleistet. Auch das Gymnasium Klosterschule hier um die Ecke, Hamburgs erstes und lange Zeit einziges Ganztagsgymnasium, hat sehr früh und sehr schnell, nicht weil die Schulbehörde gesagt hat, ihr müsst jetzt mal IVK-Klassen aufmachen, das ist das Hamburger Kürzel, woanders heißen ja Willkommensklassen, also internationale Vorbereitungsklassen. Nicht weil die Schulbehörde meinte, das muss jetzt auch an der Klosterschule sein, haben wir das getan, sondern wir haben bewusst den Antrag gestellt, noch bevor die Schulbehörde viele Schulen ermuntert und aufgefordert hat. Wir wollen gerne Geflüchtete bei uns aufnehmen. Und haben 2016 oder 15 schon, weiß ich jetzt gar nicht, müssen nachschauen, also sehr schnell 4 internationale Vorbereitungsklassen mit ungefähr 80 Schülern aufgenommen. Und die Arbeit geht weiter, auch über meinen Ruhestand hinaus. Ich bin seit einem knappen Jahr im Ruhestand. Übrigens nicht nur, ich arbeite weiter im pädagogischen Bereich, habe jetzt gemeinsam mit meiner Frau
die Redaktionsleitung einer Zeitschrift übernommen, die viermal im Jahr für alle Hamburger Lehrer, Lehrerinnen und auch interessierte Eltern erscheint. Hamburg macht Schule. Also in wenigen Monaten erscheint dann die erste Ausgabe, die wir verantworten. Nach wie vor ist das pädagogische Terrain, meine ich, ein ganz, ganz wichtiges, um zu verhindern, dass menschenunwürdige Zustände entstehen. Ja, und es ist trotzdem eine Wahrheit, die muss man auch aussprechen, mit den Geflüchteten kommen natürlich auch junge Menschen nach Deutschland, die keine Vorinformationen über die Nazizeit, über die Verfolgung und die Ausgrenzung von Minderheiten mitbringen, sondern eher das Gegenteil. In vielen arabischen Ländern, das weiß ich auch von meiner Schwiegertochter, die aus Tunesien stammt, ist das Thema Holocaust kein Unterrichtsthema, sondern wird entweder in den Schulen nicht vermittelt oder umgekehrt dargestellt als eine Idee, die die Israelis den Menschen in die Welt setzen wollen, um die Existenz des Staates Israel damit zu rechtfertigen. Also mit solchen Ideen kommen natürlich auch jugendliche Geflüchtete aus arabischen Ländern nach Deutschland. Und auch das hat nicht nur an der Klosterschule, sondern an all den vielen anderen Hamburger Schulen, es sind ja eine große Anzahl von Flüchtlingsklassen an einer großen Zahl von Hamburger Schulen eingerichtet worden. Auch das ist eine Aufgabe, die im tagtäglichen Miteinander eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur die Integration in das Hier und Jetzt auf allen Ebenen, nicht nur vor allem der Sprachunterricht natürlich der Mittelpunkt aller Integrationsmaßnahmen stehen muss, sondern auch das Hineinnehmen in den Diskurs, den wir seit Jahrzehnten hier führen und bei dem, ich denke, es schon eine große Zahl an jungen Menschen, die hier in Deutschland von klein auf sozialisiert sind, irgendwie erreicht hat, dass es eine Zeit in Deutschland gab, in der es ein Verbrechen war, einen anderen Musikgeschmack zu haben, zum Beispiel Swing zu hören oder eine andere sexuelle Orientierung zu haben, schwul zu sein oder eben eine andere religiöse Überzeugung oder einfach nur eine andere Herkunft. Meine Familie war längst schon dem Judentum entwachsen, in Teilen, nicht alle, als die Nazis mein Vater, der sich als ganz normalen Berliner Jungen empfunden hatte, zum Judenjungen stempelten. Ich glaube, damit haben wir viel getan, aber die Aufgabe ist immens und sie wächst weiter an und ist von Tag zu Tag eine pädagogische Herausforderung auf allen Ebenen. Ja, dann lasse ich doch Zeit. Peggy Panas klatscht ganz lange. Die erste Reihe kann man so gerade noch erkennen, wenn man hier oben sitzt. Danach wird es schwierig. Nicht, dass Sie denken, jetzt wird das Interesse nur auf die erste Reihe gerichtet. Aber Sie anderen kann ich leider nicht so gut. Du auch nicht, ne? Das ist gut. Ja, ich sag ja immer, bitte macht mal Licht, damit man die Leute sehen kann. Ja, ich spreche nicht gerne, ich singe nicht gerne, wenn ich die Leute nicht sehe, ja, aber jetzt sehe ich sie ein bisschen was. Wunderbar, ich möchte jetzt ins Gespräch David Begrich mit einbeziehen, der den weitesten Weg, wenn ich das richtig sehe, wenn ich, Helga Obens ist, hat gesagt, ist auch gerade erst über Nacht gekommen, aber den weitesten Weg jetzt angetreten hat, um hier heute Morgen im Politbüro zu sein. Er kommt aus Magdeburg, alles Weitere wird er gleich zu sich sagen. Auch für Sie möchte ich gerne eine Frage mit für diese erste Runde mit auf den Weg nehmen. Es ist ja so, dass sehr häufig Phänomene, die sich am rechten Rand unserer Gesellschaft auftun, dass man meinte, wenn man hier in Hamburg, also in dem Bereich der alten Bundesrepublik lebte, viele dieser Probleme sind die nicht eigentlich erst so richtig aufgetaucht, seitdem die DDR 1990 ihrem sich dem Beitritt zum Grundgesetz
und zu der Bundesrepublik Deutschland dazu entschieden hat in der Volkskammer, sind nicht sozusagen das, was es dann an in den frühen 90er Jahren schon an entsetzlichen Gewalttaten gegeben hat, sind die nicht immer verbunden mit Rostock-Lichtenhagen und mit Hoyerswerda. Und die Leute vergessen, dass es auch Mölln und Solingen gab. Und genauso jetzt wurde immer gesagt, wo diese neue Partei in mir ist mit auf den Weg gegeben worden. Ich soll ganz selten den Namen nur sagen. Diese neue Partei, die sich die Parteifarbe blau gegeben hat, darüber könnte man diskutieren. Jedenfalls, dass gesagt wurde, das ist doch auch etwas, da kommen ganz andere Dinge, Unmut, das Gefühl, abgehängt worden zu sein, das ist doch eigentlich eher ein Phänomen, was sich nur in den 5 oder 6 Bundesländern, die sozusagen ostdeutsche DDR-Wurzeln in sich tragen. Sie kommen aus Sachsen-Anhalt, dem Land, wo fast 25% diese Partei gewählt haben bei der letzten Landtagswahl. Wie antworten Sie, wenn Leute, vorhin war in der Rede Chemnitz, wenn die sagen, also das ist ja etwas, das hat ganz stark mit DDR-Vergangenheit zu tun. Das ist etwas, was sozusagen als Problem in die Bundesrepublik hineingetragen worden. Begegnet Ihnen dieses Argument, wenn Sie hier in den Westen reisen? Ständig. Wie das so ist die, liegt die Antwort oft in der Mitte. Wir haben... Und sagen Sie noch ein bisschen was zu sich? Ja. Also ich glaube, dass viele Entwicklungen, die wir jetzt in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und in anderen ostdeutschen Bundesländern sehen, mit 2 Faktoren zu tun haben. Natürlich haben sie mit der DDR-Zeit zu tun, aber sie haben vor allem mit der Transformationsgeschichte in den 1990er Jahren zu tun. Und Sie haben es ja angesprochen. Ich habe in den 1990er Jahren mich engagiert als Theologiestudent in antirassistischen Initiativgruppen und mit uns ist nicht sehr freundlich umgegangen worden. Wir sind von Neonazis mit Gehwegplatten beworfen worden. Das ist jetzt nicht so eine Kommunikationsart, wo man anschließend das Gespräch suchen will. Genau. Die Situation ist in der Tat schwierig. Mein Name ist David Begrich. Ich bin Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander in Magdeburg. Das wird Ihnen nicht sagen, das verstehe ich auch. Aber dass ich heute Gast Ihrer Veranstaltung sein darf, hat die AfD, die Partei der Angstmacher, die in Sachsen-Anhalt mit 25% im Landtag sitzt, sehr schnell begriffen. Und sie findet es empörend, sie findet es widerlich und nicht zu tolerieren. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich glaube, Hamburg liegt an der Elbe, Magdeburg liegt auch an der Elbe. Aber die Gemeinsamkeiten enden damit, glaube ich, auch relativ schnell. Und was die Frage der Auseinandersetzung mit der politischen Strömung angeht, die hier beschrieben worden ist, bitte ich Sie einfach einen Moment lang mich auf eine Gedankenreise zu begleiten und sich vorzustellen, dass eine Veranstaltung, wie Sie sie jetzt hier durchführen, in Sachsen-Anhalt auf einen erheblichen öffentlichen Widerstand von rechts außen stoßen würde. Was man ganz gut sehen kann, wenn man sich die Debatte um das Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus vor Augen führt. Und das heißt, wir sprechen, wenn wir über unsere Situation sprechen, nicht abstrakt über Rechtsruck, sondern wir sprechen über ganz konkrete Dinge. Wir sprechen darüber, dass bei uns Menschen, die sich öffentlich engagieren, in
sehr unterschiedlicher Art und Weise sehr schnell in den Fokus der extremen Rechten geraten und von öffentlicher Herabwürdigung bis zur persönlichen Bedrohung sehr viel mitmachen müssen und damit oft auch sehr alleine sind. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied zu hier. Und das heißt, wenn Sie auf die Entwicklung der neuen Bundesländer oder Ostdeutschlands gucken, habe ich eigentlich nur eine Bitte. Ja, schauen Sie sich die Zahlen an der rassistischen Angriffe. Ja, schauen Sie sich die Wähler- und die Zustimmungsraten an derjenigen, die bereit sind, einer rechten Partei ihre Stimme zu geben. Das müssen Sie alles machen, das ist auch wichtig. Aber vergessen Sie bitte nicht diejenigen, die sich bei uns engagieren für eine Gesellschaft, in der es anders lang geht. Für die ist es im Moment sehr, sehr schwierig. Ja, wunderbare Überleitung auch zu Felix Krebs. Mit dem Hinweis, vergessen Sie nicht die, die sich engagieren für eine Gesellschaft, in der es anders, in der anders miteinander gelebt werden will, als jene, die sich die Abschottung und Hass und Angst predigen. Felix Krebs, Sie sind engagiert im Bündnis, Hamburger Bündnis gegen Rechts und eine ähnliche Frage mit auf den Weg gegeben wie die Frage eben. Das Phänomen Rechtspopulismus, so wie er umschrieben wird, wird häufig als ein Phänomen, was eigentlich erst so seit 3-4 Jahren sozusagen im Blick steht, als wenn es vorher in der Bundesrepublik kein Nachleben des Nationalsozialismus, keinen Rechtsextremismus, keinen Rechtsterrorismus gegeben hätte. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts ist ja auch ein Bündnis, das nicht erst 2015 sich gegründet hat. Gleichwohl hat sich was verändert in der Arbeit, die Sie und die Initiativenverbände, die sich im Bündnis zusammengeschlossen hat, tun? Ja, ich bedanke mich auch nochmal, dass ich so kurzfristig eingeladen bin. Ich hoffe auch, dass ich meine Genossin Karina Bog hier vertreten kann. Bitte sehen Sie mir das nach, dass ich jetzt vielleicht nicht, mich erreicht der Anruf erst heute Morgen, vielleicht nicht ganz gut vorbereitet bin. Ich bin auch nicht die junge Antifaschistin, die hier nicht sitzen sollte. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass ich sie ganz gut vertreten kann. Wer mich näher kennt, weiß auch, dass Felix Krebs ein Pseudonym ist. Ich heiße eigentlich mit Vornamen Ernst. Das hat damit zu tun, dass ich schon seit sehr langer Zeit, seit fast 30 Jahren, auch publizistisch tätig bin unter diesem Pseudonym. Das hatte ursprüngliche Sicherheitsgründe. Ich bin 2012 dann von Nazis observiert worden und sie haben dann dementsprechend meine persönlichen Daten und so weiter rausbekommen. Ich habe dieses Pseudonym beigehalten, weil ich vor allen Dingen also über den Rahmen von Hamburg hinaus da eher bekannt bin als unter meinem Klarnamen, weil ich das Pseudonym so lange benutzt habe. Habe das Hamburger Bündnis gegen Rechts vor über 10 Jahren mit gegründet. Es gab Vorgängerbündnisse und bin da jetzt eben nach wie vor aktiv. Und natürlich, wie Herr Grabe sagte, das Aufgabenfeld hat sich verschoben mit der Erstarkung der extremen Rechten. Das ist vollkommen richtig. Wir haben früher im Wesentlichen, also eine unserer wesentlichen Tätigkeiten ist ja die Mobilisierung auf die Straße, in die Öffentlichkeit, dort rechten Umtrieben entgegenzustehen. Das war naturgemäß früher eher isoliertere Parteien und Gruppierungen wie die NPD, wie die DVU und ähnliche.
Aber wir haben zum Beispiel auch schon stehen in unserer Grundsatzerklärung, womit wir vor über 10 Jahren angefangen haben, dass Neonazismus und Rassismus 2 Seiten einer Medaille sind und dass es auch schon immer rassistische Einstellungen in der Mehrheitsbevölkerung gegeben hat, dass es auch schon immer staatliche Ausgrenzungsmechanismen gegeben hat, die wirksam waren, die vielleicht sich ein kleines bisschen geändert haben. Also ich möchte mal daran denken, zum Beispiel an die Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes, dass also vor 20 Jahren noch völkisch definiert war, also als Abstammungsgesetz. Das hat sich geändert. Das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten. Und warum jetzt mit einem Mal der Rassismus sich so Bahn bricht, ich glaube, das konnte man schon vorher langsam beobachten. Das eine ist sicherlich, dass konservative Kräfte tatsächlich, zumindest für einen gewissen Zeitraum, etwas weltoffener geworden sind. Also ich kann sagen, auch wenn ich sonst die Politik von Angela Merkel nicht gut finde, also ihr Satz, wir schaffen das, das war damals genau das Richtige und ich würde mir wünschen, dass das heute von der CDU auch immer noch so kommen würde, gerade zum Beispiel angesichts der schrecklichen Katastrophen, die sich im Mittelmeer abspielen. So, das ist das eine. Und auf der anderen Seite hat es natürlich über die ganzen Jahre immer Bestrebung gegeben der extremen Rechten, genauso ein Parteienprojekt aufzubauen, wie es es jetzt halt seit ein paar Jahren gibt. Ich möchte erinnern an die Republikaner, die ähnlich schon versucht hatten, oder die Bund freier Bürger oder ähnliche Formierungen. Es gab immer schon diese Bemühungen. Und was eine ganz entscheidende Rolle spielte, waren gewisse Tabubrecher. Und die kamen nicht aus der extremen Rechten, sondern die kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Und das war zum Beispiel Thilo Sarrazin mit seinem Buch. Das war ein ganz entschiedener Wegbereiter für diese Partei. Da haben auch. Und ich möchte daran erinnern, Herr Sarrazin ist immer noch Mitglied der SPD, nicht? Und er war Senator und er war Banker. Das ist jemand wirklich aus der Mitte der Gesellschaft. Und da gibt es natürlich inzwischen eine ganze Menge andere, die auch auf diesen Zug inzwischen aufgesprungen sind und da als Tabubrecher gelten. Also da gibt es Autoren wie Uwe Tellkamp oder hier in Hamburg Matthias Matusek und andere, die das eben alles befördern. Und das Entscheidende war dann sicherlich auch dieser Parteigründungsprozess, der ja ursprünglich mit einer eher europakritischen, einer sehr europakritischen Agenda aufgetreten ist und noch nicht so offen rassistisch. Und auch nur darüber, denke ich, konnte das funktionieren. Und auch daran wieder viele Leute aus der Mitte der Gesellschaft, honorige Personen, angesehene Personen mit dabei. Nicht umsonst galt die AfD ja auch anfänglich als Professorenpartei. Und nur dadurch konnte letztendlich diese Etablierung gelingen und wir haben natürlich inzwischen gesehen, dass diese Partei sich massiv verändert hat, dass sie massiv nach rechts gerutscht ist. Es gab an der Spitze 2 Umbauprozesse. Das erste war eben, dass dieser nationalliberale Flügel, das wissen Sie alle, von Bernd Lucke abgesetzt wurde und dann dann kam Frauke Petri kurzzeitig und jetzt ist es halt mit Herrn Gauland jemand, der ganz offen mit geschichtsrevisionistischen Positionen bis hin zu Leugnung der Verbrechen der Wehrmacht oder das berühmte Vogelschuss-Zitat oder so eben antritt. Und die Partei ist mittlerweile ein Sammelbecken geworden, auch für alle Kräfte rechts der Union bis hin zu militanten Neonazis. Also das war ein Prozess, den man längerfristig beobachten konnte und dieser Rassismus, der immer vorhanden war, auch in der Mitte der Gesellschaft, hat hier eben einfach ein Sprachrohr gefunden und kann sich jetzt so vehement artikulieren.
Wir sind hier jetzt auf dem Podium einmal kurz durch. Wir haben ganz viele Dinge noch nicht angesprochen. Ich würde gern für die Zeit nach der Pause die Frage mitnehmen, wie wir denn darauf reagieren, ob sozusagen Antifa immer nur etwas wogegen ist, sondern auch wofür, dass wir diesen Komplex sozusagen der Reaktion mit nach der Pause nehmen. Jetzt vielleicht noch, wir haben ungefähr noch 10 Minuten, 2, 3 Fragen aus dem Publikum, wenn Sie möchten. Wenn es keine gibt, ich habe hier weitere stehen, kein Problem. Ja? Ja, Robert Schneider, mein Name. Ein Gedanke, den ich zu dieser Stärke der AfD habe, ist dieser Prozess, dieser Gedanke, wir gegen ihr. Das ist aus meiner Sicht etwas, was sehr tief im menschlichen Gehirn drin steckt. Von Fremden musste man Angst haben, um zu überleben. Und dass die Parteien, die an diese uralten Mechanismen im Gehirn appellieren, sehr leichtes Spiel haben. Es ist für einen Politiker sehr, sehr leicht, auf der Tastatur zu spielen und damit Leute auf seine Seite zu ziehen. Meine Frage wäre, was kann man dem dagegen setzen? Weil es ja hochemotional ist, ganz, ganz direkt in menschliche Sachen angreift. Genau, wunderbar. Das ist eine Frage, wenn Sie das gestatten, die wir genau in der zweiten Hälfte mit hineinnehmen. Was kann man dem entgegensetzen? Gab's noch? Ja? Ich weiß nicht, geht das ohne Mikrofon, sonst renne ich mal. Ja? Ich bin Gabriele Tergeist und habe eine Frage an Herrn Herzberg, als ehemaliger Schulleiter und politisch aktiven Menschen bis heute. Und zwar gab es ja, oder gibt es dieses Internetforum, eingerichtet durch die AfD, was einen Appell an die Schüler losließ, solche Lehrer öffentlich zu nennen, sprich zu denunzieren, die in Schulen im Unterricht gegen AfD, gegen Rechts propagieren oder die sich gemäßigt, sage ich jetzt mal, oder auch links und demokratisch äußern. Und die Frage ist jetzt an Sie oder auch an die anderen von dem Podium, was ist Ihnen bekannt, wie die Schulen dagegen etwas gemacht haben? Was haben die dafür gemacht, dass die politischen Aussagen der Schüler da auch kritisch gesehen wurden, die in die denunziatorische Richtung gehen? Ja, also ich habe mitbekommen im weiten Kreis der Hamburger Schullandschaft, dass es dazu eine ganz große Abstimmigkeit gegeben hat. Eine sehr kritische Abstimmigkeit. In vielen Lehrerkollegien hat es dazu auch schriftliche Äußerungen gegeben, offene Briefe und Ähnliches. Und auch auf Seiten der Schülerschaft hat es also ablehnend lakonische Reaktionen gegeben. Zum Teil ist auf dem Portal auch sind einfach witzig ablehnende, ironische Bemerkungen publiziert worden. Das politisch einzuordnen, glaube ich, da sind wir uns aber eigentlich alle einig. Das ist unaussprechlich, Denunziantentum zu fördern. Und ich glaube, ein sehr wichtiger Schritt allgemein dagegen, Menschen immun zu machen, ist die Frage der Schulatmosphäre. Es geht nicht nur in Schule um Wissensvermittlung. Oder um es auf einen ganz, ganz harten Punkt zu bringen, die Täter von Auschwitz wussten genau, was sie taten und Informationen darüber haben sie ja von ihren Taten nicht abgehalten. Also natürlich geht es um Information und Kenntnis, aber es geht auch um eine ganz demokratisch offene Atmosphäre an Schulen. Und hier genau mit diesem Aufruf, Lehrer anzukreiden, den man schon immer übel wollte, so umzugehen, wie ich es eben geschildert habe, das ist aus meiner Sicht zumindest eine sehr positive Rückwirkung auf die veränderte Schulatmosphäre, die in den letzten 30, 40 Jahren, in denen ich Schule beobachtet habe, in Schule Einzug gehalten hat. Im Vergleich zur autoritären Schule der 30er und 40er Jahre, sowieso der Nazi-Zeit, aber auch noch der 50er und 60er Jahre, die viele von uns hier als Schüler auch noch. Ja, Frau Pfiff. Ich
kann Ihnen sagen, wie die Lehrer bei uns darauf reagiert haben, mit Angst. In den Lehrerkollegien ist Angst das vorherrschende Thema. Es gibt eine große Unsicherheit in den Lehrerkollegien, sich überhaupt noch politisch zu äußern. Es gibt Angst davor, denunziert zu werden, angezeigt zu werden. Es gibt Diskussionen in den Lehrerkollegien. Es gibt in den ostdeutschen Bundesländern, in den Kultusministerien eine sehr unterschiedliche, sehr unsicher handelnde Akteursgruppe, die zunächst erst einmal es vermieden hat, sich hinter die Lehrer zu stellen. Die Lehrer haben natürlich darauf gewartet, dass ihnen der Rücken gestärkt wird. Wir machen viele Schulprojekte und wir haben diese Angst gespürt, darin, dass die Lehrer gefragt haben, was macht ihr in euren Schulprojekten? Können wir das im Falle des Falles vor einem Parlamentsausschuss der AfD, wo Fragen gestellt werden, rechtfertigen? Es gibt eine subtile Atmosphäre der Angst. Ja? Und Schule ist ja ein sehr hierarchischer Ort. Da geht es um Autorität, da geht es um Dienstvorschriften und so weiter. Und wenn da sozusagen eine Situation eintritt, die, na sagen wir mal, Unsicherheit offen lässt, dann braucht es gar nicht die Situation, dass da tatsächlich Lehrer gemeldet werden, um eine Wirkung zu erzielen. Es reicht die Angst. Und ich habe seit der Veröffentlichung dieses Lehrerportals in Sachsen-Anhalt insgesamt 50 Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern geführt und die vorherrschende Reaktion war Angst und Unsicherheit. Alles klar. Ja, wenn ich sehe jetzt... Vielleicht können Sie dazu, direkt dazu, deswegen habe ich hier gesucht. Offener Brief von Lehrerinnen und Lehrern des Ganztagsgymnasiums Klosterschule an die AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft. Auf ihrer Website und so weiter und so weiter. Wir begreifen ihr Portal als Aufforderung zum Denunziantentum und lehnen diesen Zensurversuch als politische Unkultur entschieden ab. Das ist natürlich sehr viel länger, aber das ist die Kernaussage. Ein offener Brief eines Kollegiums einer Hamburger Schule an die AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft. Und das ist lang nicht der einzige. Das ist der, an den ich nun unmittelbar gekommen bin und den ich habe gar nicht gedacht, dass ich das hier brauchen kann, aber man ist ja immer online. Ich sehe hier noch eine Meldung, sonst danach würde ich dann mit der Abmoderation zur Pause beginnen. Sie. Ja. Ja, schönen guten Tag, ich bin Barbara Nasiri, Mariam, Esthers Freundin. Und also mich interessiert vor allem dieser Disput zwischen West und Ost. Und ich finde, darüber müssen wir unbedingt reden. Diese Ängste, die kann ich sehr gut nachvollziehen, denn ich habe im Osten ein paar Mal solche Erfahrungen gemacht, dass ich nicht bedient worden bin in Restaurants, dass ich angemacht worden bin aufgrund meiner Herkunft. Ich bin jüdisch-iranisch und ich finde, das muss unbedingt auch hier mit einfließen. Das war's. Dankeschön. Brauchen wir denn eine Pause, wird gerade gefragt. Ich denke, angesichts dessen, dass wir hier sehr viele in diesem zwar schönen, aber jetzt doch Raum, der uns die Luft nimmt sozusagen ein Stück weit. Und das ist ja gerade bei einer Diskussion über so ein Thema nicht gut, wenn einem der Atem abgeschnürt wird, würde ich vorschlagen, dass wir eine Pause, eine Viertelstunde, das kommt all denen, die dieser Unsitte des Rauchens noch frönen, entgegen. Und die anderen können sich dann auch die Beine vertreten, das ist auch ganz schön. Und wir würden dann nach einer Viertelstunde hier dann wieder einsetzen, auch mit dieser Frage, die Differenz dann doch betont. Wie bitte? Zu eng zum Beine zu vertreten?
Ich denke doch, man geht ich rauche immer noch. Am besten vor die Tür, auch wenn das im Steindamm jetzt sicherlich von der Messe. Ich hoffe, Ihnen hat allen die Pause ganz gut getan. Wir sind geendet mit der Frage, mit einem Bericht sozusagen darüber, dass man selbst Erfahrungen gemacht hat in den neuen Bundesländern und wenn man dann hier in Hamburg lebt, die einen doch zu der Einschätzung kommen, dass Klima, Milieu sei doch recht anders. Sie hatten auch darüber berichtet, dass Lehrer, Kolleginnen, Kollegien in den Schulen, Ihnen in den 50 Gesprächen Lehrerinnen und Lehrer dieses Grundgefühl der Angst vermittelt haben. Und Herr Herzberg hat gesagt, hier an seinem ehemaligen Kollegium, da haben die, wenn das ein offener Brief war, vermutlich auch mit Namenszeichnung, die Lehrerinnen und Lehrer sich ganz offen dazu bekannt. Nun glaube ich nicht, dass Lehrer an der Klosterschule so viel mutiger grundsätzlich sind als Lehrer in Magdeburg, aber die Verhältnisse sind vielleicht doch ein Stück weit anders. Und dazu wäre es ganz schön, wenn wir diese Frage nochmal mit aufnehmen, und zwar unter der Blickrichtung, was können wir denn jetzt tun? Also jetzt uns verabschieden ein Stück weit von der Beschreibung, darüber uns Gedanken zu machen, da sind wir längst nicht erschöpfend gewesen, was dazu geführt haben, dass innerhalb recht kurzer Zeit wir mit etwas zu tun haben, was nicht nur an den Wahlergebnissen ablesbar, sondern auch daran, dass es sich teilweise eben in die Mitte der Gesellschaft hineinbegeben hat, wir mit etwas zu tun haben, wo Dinge öffentlich angesprochen worden sind, die wir uns vor einiger Zeit vielleicht nicht vorstellen haben können, oder ich immer zu beeindruckt bin, wenn ich weiß, den kann man auch manchmal nicht so richtig glauben, aber die Zugriffszahlen auf YouTube mir angucke, die manche dieser Reden, die dort ins Netz gestellt werden, die blanken Hass versprühen, haben. Also da wollen wir jetzt weniger drüber reden, was da passiert ist, sondern mehr darüber, was wir denn machen können, um das wieder ein Stück weit umzudrehen, zu ändern. Wollen wir die Frage aufnehmen? Ich weiß nicht, Frau Fenske, Sie hatten auch gesagt, der Emir eben in der Pause, der PEN hat seine nächste Jahresversammlung in Chemnitz. Wahrscheinlich festgelegt lange, bevor dort auf den Straßen das zu sehen war, was wir dann sehen mussten. Ist das ein Thema, was Sie dann dort mit hineinnehmen? Gibt es sozusagen... Ja, also das ist natürlich schon längst vorher verabredet worden. Bei der Gelegenheit 2021 sind wir in Hamburg. Also wir planen ja immer ein paar Jahre voraus. Ich habe im letzten Jahr ein paar Mal Chemnitz besucht in der Vorbereitung und habe Chemnitz da als eine ganz offene und freundliche Stadt erlebt und auch die Bürgermeisterin und die Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte. Umso mehr hat uns natürlich entsetzt, was da passiert ist. Und es gab Stimmen auf westdeutscher Seite, ja, jetzt können wir ja nicht nach Chemnitz gehen. Aber im Präsidium sagen wir natürlich jetzt erst recht, das ist ja klar, jetzt gehen wir erst recht dahin. Zum Teil haben wir unsere Themen vorher schon verabredet gehabt. Zum Beispiel gibt es den Stefan-Hein-Preis der Stadt Chemnitz. Und mit zwei Preisträgern, Bora Čosić und Christoph Hein, wird es einen Abend geben. Und es wird eine Lyrik-Matinee geben zum Thema Heimat, heimatlos. Und wir werden aber trotzdem auch sozusagen dieser Stadt noch anders begegnen wollen. Wir haben also alle vier Restaurantbesitzer, die überfallen worden sind aus rassistischen Gründen. Das ist ja ein jüdisches Restaurant, Shalom, gewesen, ein persisches und ich weiß nicht, die anderen beiden sind, glaube ich, türkisch-arabisch oder jedenfalls vier Restaurants insgesamt. Das eine ist schwer demoliert, Brandstiftung, da weiß man nicht, ob das bis Mai schon wieder renoviert sein wird.
aber wir werden dort Solidaritätslesungen machen mit bekannten Autoren. Alle vier Restaurantbesitzer sind da sehr dankbar und glücklich. Und dann habe ich gedacht, wir müssen auch mit den Lesungen aus diesen geschützten Räumen, Theater oder was es dann so ist, Museum, rausgehen auf die Straße. Wir werden also das dann entsprechend als Demonstration anmelden. Es geht leider nicht am Karl-Marx-Kopf, weil da freitags bis zum Juli Pro Chemnitz sich schon mit Demonstrationen angemeldet hat. Aber wir werden im öffentlichen Raum, vielleicht vor dem neuen Rathaus, muss man jetzt auch mit der Stadt besprechen, bei einem Termin im Februar, öffentliche Lesungen machen. Ich stelle mir vor, 50 PEN-Autorinnen und Autoren lesen Texte zu den Menschenrechten und aufklärerische Texte, Kurztexte. Vielleicht auch so als Demo, dass man in der Stadt herumgeht. Und da muss man gucken, was daraus wird. Wir haben im deutschen PEN ein Writers in Exile-Programm. Das wird übrigens von der Kulturstaatsministerin finanziert, vor 20 Jahren von Michael Naumann eingerichtet worden, um einen Teil der Dankesschuld zurückzugeben dafür, dass andere Länder deutsche Immigranten aufgenommen haben in den 30er Jahren. Können wir 8 Stipendienplätze anbieten für Autoren, die jetzt nach Deutschland flüchten. Und da haben wir doch auch immer, da haben wir jetzt im Moment große Sorgen natürlich für einige Autoren, wie können wir deren Sicherheit in Chemnitz gewährleisten. Das wird jetzt mit der Polizei dort auch zu besprechen sein. Kleine Randbemerkung, mit einem ostdeutschen Kollegen, mit dem ich über diese geplanten Veranstaltungen redete, also eben diese Lesungen, da kam dann die Reaktion, ja, wir brauchen hier keine Belehrung von außen. Also die Überlegung im Westpräsidium, dass wir in Chemnitz etwas machen wollen, wird aus ostdeutscher Perspektive als Belehrung von außen von einem guten, ja, in Anführungsstrichen, wahrgenommen. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich habe natürlich gleich zurückgeschrieben, das ist ja ein Thema, das uns in der alten Bundesrepublik auch immer schon beschäftigt hat. Vielleicht eine kleine Buchempfehlung. Es ist jetzt von Willi Winkler. Ich habe es gerade auf Frisch bekommen am Freitag. Das braune Netz über die Netzwerke in der alten Bundesrepublik und das moralische Dilemma, dass die Demokratie im Westen von alten Nazis aufgebaut worden ist. Also das dürfen wir nicht vergessen. Wenn Sie nach Chemnitz gehen, ist gut. Ja. Seien Sie vorsichtig. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Zusagen der Polizei. Suchen Sie sich Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der Zivilgesellschaft, derer, die dort angegriffen worden sind im letzten Jahr. Und geben Sie denen eine Bühne. Es braucht so, es braucht so eine Zeichen oder so eine Geschichte. Natürlich ist es ganz oft so, dass solche Veranstaltungen dann als Belehrung empfunden werden, weil es ja eine, manchmal auch eine bestimmte Art und Weise gibt, über Ostdeutschland zu reden, die in solchen Worten wie Plattenbauten, Arbeitslosigkeit, Skinheads und Hoyerswerda funktioniert. Und wie das immer so ist, da steckt natürlich immer ein Fünkchen Wahrheit drin. Oder nicht nur ein Fünkchen, sondern ein ganzes Stück Wahrheit, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. Und ich glaube, um auf die Ausgangsfrage zu antworten, was man machen kann, vor dem Machen kommt was anderes. Ich würde mir wünschen, dass es in Westdeutschland ein Interesse dafür gibt, was dort bei uns in den neuen Bundesländern passiert. Ich habe zwischen den Ereignissen von Chemnitz und Köthen einen Text geschrieben, den habe ich in einer ehemaligen DDR-Oppositionszeitschrift veröffentlicht, den werden Sie alle nicht kennen, das ist auch nicht schlimm und nicht wichtig. Aber darin habe ich geschrieben, dass die Herausforderung da drin besteht, nochmal genau zu gucken, dieses Interesse. Ich habe da drin geschrieben, wir stehen im Osten vor einer Kulturrevolution von rechts. Und das muss wahrgenommen werden. Das muss endlich wahrgenommen werden.
Und Chemnitz ist kein Einzelereignis. Köthen ist kein Einzelereignis. Ich könnte den Rest des Nachmittags Ihnen verderben, indem ich Ihnen erzähle, wie wir versuchen, Leuten zu helfen, die bedroht werden. Das werde ich jetzt nicht machen, weil das wäre unfreundlich. Aber ich bitte Sie darum, bei der Frage, was kann man machen, zeigen Sie Interesse, das reicht erstmal. Ja, jetzt nochmal aus Wessi-Perspektive. Also der Text, ich habe ihn gelesen, er ist wirklich sehr gut und er ist beim Telegraph erschienen, ne? Wenn ich das nicht richtig erinnere. Also kann jeder nachlesen im Internet. Und ich war gestern mit einigen wenigen aus Hamburg in Riesa. Warum war ich in Riesa? Weil da der AfD-Parteitag war. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin seit sehr langer Zeit nicht mehr in irgendwelchen ostdeutschen Bundesländern gewesen, um da zu protestieren. Eine Ausnahme war nochmal der Gedenktag, irgendwie 25 Jahre, glaube ich, Rostock-Lichtenhagen. Und ich war trotz des scheußlichen Wetters dort ziemlich positiv überrascht. Also jetzt mal rein zahlenmäßig, wir waren deutlich über 1000 Menschen, also die Veranstalter haben von 2000 Leuten gesprochen, das ist so in den Medien ziemlich untergegangen. Das ist für eine Kleinstadt sowieso schon viel und ich denke für eine ostdeutsche Kleinstadt ist das wirklich viel und kann das ein guter Auftakt sein für die kommenden Kämpfe, ich denke vor allen Dingen an die Landtagswahlkämpfe und das müssen auch wir in Westdeutschland sehen, das sind Schicksalswahlkämpfe in Sachsen und in Brandenburg, die dort anstehen. Die AfD wird dort wahrscheinlich jeweils die stärkste Partei werden und es stellt sich dann auch die Koalitionsfrage und ähnliches und das kann ein weiterer Dammbruch sein. Und da sind wir im Westen auch mit in der Verantwortung und das fängt sicherlich damit an, erstmal, wie David sagt, mit Verstehen, mit Wahrnehmen überhaupt, was sind überhaupt da die Probleme. Und das hängt aber auch zusammen mit ganz konkreter Solidarität und wie kann man das umsetzen. Und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich auf dem Lautsprecherwagen des Hamburger Bündnisses stehe und da sind 5000 Leute oder vielleicht dieses Jahr im September sogar 10.000 Leute und unterstützen uns. Aber ich kann nur sagen, also wer es noch kann, nicht? Sollte auch überlegen, dort am besten organisiert hinzufahren, wenn es da entsprechende Proteste gibt. Und sonst, wer es nicht mehr kann oder wenn man keine Zeit dazu hat, es gibt diverse andere Möglichkeiten, Antifaschistinnen und Antifaschisten in Ostdeutschland zu unterstützen. Man kann so eine Art Patenschaften übernehmen. Man kann natürlich Geld spenden, das ist immer wichtig, nicht? Also solche Konzerte wie zum Beispiel von Feinsahne Tischwili oder so, die kosten natürlich auch immer Geld, also das ist sicherlich da gut angelegt, denke ich. Und wer das noch konkreter machen will, also ich weiß, es gibt von der Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes auch die Überlegungen, was kann man konkret in den Ostwahlkämpfen machen und es wird so sein, die AfD hat leider das Potenzial, relativ viele Direktkandidaten in die Landtage zu bekommen. Und es gibt aber Kreise, wo das eben nicht sicher ist, wo es lohnt, konkret zu kämpfen. Und das wird momentan ausgewertet und das kann man ganz konkret machen, dann eventuell eben den Direktkandidaten in ganz bestimmten Landkreisen irgendwie zu verhindern, indem man sich mit den Leuten dort vor Ort in Sachsen oder Brandenburg solidarisiert und Hilfe anbietet und da auch hinfährt und im Wahlkampf tätig wird und dort antifaschistisch interveniert. Also ich wollte ja nur mal sagen, dass ich ja in viele Schulen gehe, ja, und es gibt auch hier in Deutschland, also im Westen, gibt es auch solche Sachen, dass man verhindern will,
ja, dass ich in die Schulen gehe, ja, und das ist natürlich auch, das kommt natürlich von den Rechten, ja, die dann Briefe schreiben an die Schule, sie sollen mich ausladen, weil ich nicht die richtige Zeitzeugin wäre und ich würde überhaupt gar nicht das Richtige erzählen. Und wenn sie mich nicht ausladen, dann würden sie mal kommen, ja, in die Schulen und sie werden mal den Schülern erzählen, was im Dritten Reich überhaupt passiert ist. Ja. Also sowas ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Ja. Also es gibt es im Westen, gibt es auch sowas, nicht nur im Osten. Ja. Aber dazu möchte ich noch sagen, dass wir versuchen, immer in den Osten zu gehen, ja, und im Osten auch in Schulen zu sprechen und auch Musik zu machen mit Mikrofon Mafia. Aber wir werden einfach zu wenig eingeladen von denen, ja, oder das wird abgelehnt. Ja? Und das ist auch ein, da können wir ja nichts dagegen machen, ja, sondern da muss man sehen, dass die Antifaschisten dort, ja, dass die vielleicht auch mal ein Wort dazu sagen, ja, weil wir wollen ja gerne in die Schulen gehen und wir wollen gerne den Schülern erzählen, was damals geschah, ja, damit so etwas nie wieder passieren kann, ja, aber es ist einfach nicht gewollt von denen. Ja. Ja, wir hatten schon einige Anregungen jetzt zu der Frage, was kann man tun? Man kann wohin fahren, sich anschließen, dort auch zeigen, dass es andere Stimmen gibt. Man kann, das war vorhin auch schon als Thema aufgegriffen, sich organisieren, man kann, mir war hier eben in der Pause rübergegeben worden, Omas gegen Rechts. Man kann kreativ sein, so wie diejenigen Schülerinnen und Schüler und andere, die auf die Webseite gegangen sind und damit ihren Kommentaren etwas hinterlassen haben, was denn was das ad absurdum geführt hat, was mit diesem Meldeportal bezweckt worden ist. Also da kann man auch kreativ vorgehen. Wir sind, glaube ich, alle in unseren jeweiligen Bereichen dazu aufgerufen, diese Kreativität zu entwickeln. Gleichwohl, das muss man auch sagen, in vielen Fällen sind wir auch noch immer ein Stück weit hilflos. Mir begegnen immer wieder, da ich nun so als Gedenkstättenmensch ja auch viel mit Politik zu tun habe, begegnen mir immer wieder ratlose Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die ich für Menschen guten Willens halte, wenn die sagen, ja, was machen wir denn? Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern es gut hingekriegt, die NPD damals einfach zu ignorieren, die uns zu einig zu gewesen zu sein von den anderen, egal was die vorbringen, wir gehen da nicht drauf ein und so weiter. Und jetzt merken wir, so können wir nicht. Es ist also auch dort zum Beispiel eine große Ratlosigkeit, wie man damit umgeht. Ich selber arbeite eben in einer Gedenkstätte, Sie haben das vielleicht mitverfolgt, Erinnerungskultur ist ganz klar in den Fokus geraten, ist heftig angegriffen. Auch das überrascht ja nicht, weil das auch in der Geschichte der Rechten natürlich immer ein Punkt war. Der geistige Ziehvater dieser Partei, deren Namen ich nicht sagen soll, Götz Kubitschek, war Schüler von Armin Mohler. Der hat schon vor 25 Jahren in seinen Büchern über Bewältigungsrummel, die ziemlich hohe Auflagen übrigens gekriegt haben, der Nasenring und andere, geschrieben, dass der aufrechte Gang in diesem Land erst wieder über die Trümmer der KZ-Gedenkstätten gehen wird. Das sind alles keine, diese Zitate, die jetzt so kommen, sind keine irgendwie Neuentdeckungen, sondern man hat dort begriffen, man will diese Gesellschaft wieder umdefinieren. Insofern
danke auch nochmal für diesen Warnruf vor der Kulturrevolution von rechts, weil uns das auch deutlich macht, dass wir tatsächlich von einer anderen Qualität, wir haben das, ich beziehe mich da gern mit rein, dadurch, dass die rechten Parteien teilweise nicht nur untereinander sich spinnefeind waren, sondern ja auch dilettantisch vorgegangen sind. Ich kann mich noch gut an die DVU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag. Was waren das für Gestalten? Das machen wir, da haben wir heute andere Erfahrungen. Das ist leider so. Und deshalb nochmal die Frage, was können wir sonst noch machen, außer uns auf Reise zu begeben und zu organisieren? Wer mag dazu noch etwas beitragen? Sonst, ich habe auch schon Meldungen aus dem Publikum. Ja, ich glaube, nach wie vor ist es ganz entscheidend, immer bei der jungen Generation anzusetzen. Und die Zeitzeugenarbeit, die wir in den letzten Jahrzehnten machen konnten. Esther war vor 30 Jahren schon zum ersten Mal an meiner alten Schule, der Jahn-Schule damals, heute Ida-Ihre-Schule, Zeitzeugin. Und jetzt vor nicht allzu langer Zeit das letzte Mal an der Klosterschule. Und vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, sondern das vergangene Mal. Darüber müssen wir auch noch reden. Das ist unglaublich wichtig und trotzdem wissen wir natürlich alle, dass die biologische Uhr bei allen tickt, bei den älteren Menschen etwas heftiger als bei den jüngeren. Das ist eine traurige Wahrheit. Also man muss sich auch in der Pädagogik auf eine Zeit irgendwann mal ganz ohne Zeitzeugen einrichten. Und die Gedenkstättenarbeit leistet wahnsinnig viel. Die Wettbewerbe, die um die Gedenkstätten herum ausgeschrieben werden und auf die Gedenkstätten hin orientieren, leisten wahnsinnig viel, ob das der Bertini-Preis hier in Hamburg ist oder der Schülerwettbewerb des Bundespräsidenten Deutsche Geschichte oder die Workshops und Wettbewerbe der einzelnen Gedenkstätten Neuengamme hier in Hamburg natürlich ganz entscheidend an dieser Stelle. Die Orientierung auf die schrecklichen Ereignisse am Bullenhuser Damm am 20. Januar 1945, die immer wieder Schüler in ganz intensiver Weise verstricken. Nur ein Beispiel, die wunderbare Wanderausstellung der Gedenkstätte oder des Vereins, der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm, die in Hamburger Schulen und weit darüber hinaus viele, viele Initiativen ausgelöst hat, die ich zum Teil persönlich auch wahrgenommen habe. All diese Dinge sind nach wie vor wichtig, aber sie reichen natürlich nicht. Und wenn wir verhindern wollen, dass eine Entwicklung in Deutschland einsetzt, wie sie in Frankreich schon eingesetzt hat, dass nämlich die Nachkommen der Opfer von Auschwitz die Koffer packen. Und das geschieht in Frankreich in großer Zahl. Es sind über 70.000 französische Juden in den letzten 2-3 Jahren aus Frankreich, woanders hin, zum großen Teil nach Israel gegangen. Wenn wir verhindern wollen, dass es in Deutschland einen ähnlichen Erdrutsch in der jüdischen Gemeinschaft gibt, dann muss es für die Juden in Deutschland eine große Sicherheit geben, dass die Gesellschaft in ihrer großen Mehrheit nicht auf Ausgrenzung und nicht auf alten oder neuen Antisemitismus setzend Menschen ausgrenzt, ob es Juden sind, ob es Sinti, Roma sind, ob es Geflohene aus den Kriegsgebieten dieser Welt, vor allem jetzt natürlich aus den arabischen Ländern und aus Afghanistan sind. Diese Gewissheit muss da sein und ich weiß auch da, wovon ich rede. Ich war viele Jahre lang auch in Verantwortung innerhalb der jüdischen Gemeinde und weiß aus vielen Gesprächen mit Hamburger Juden, auch und gerade mit Alteingesessenen, dass es diese Überlegung gibt. Also wo kann man denn hingehen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Und die Antwort muss sein, hier ist ein guter Ort, auch und gerade für Sie. So, ich hatte schon eine Meldung in der Pause bekommen von jemandem aus dem Publikum. Die würde ich gern herannehmen, weil das ist ja ganz rührend, wenn man schon sagt, bitte vergesst mich nicht, ich will dazu was sagen. Herr Karl-Heinz Thier wollte sich melden, wenn der mal jetzt hierher kommt. Da, super.
dann nehmen wir diese Frage noch und gehen dann in die Schlussrunde. Mein Name ist Karl-Heinz Zier. Wir haben ja schon gehört, die Gefahr kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Und soziologisch betrachtet ist die ja hier gut vertreten. Deshalb möchte ich die gefährliche Mitte noch etwas konkreter beschreiben. Und zwar sind es die Leute, die sagen, es ist ja alles schrecklich, aber bitte nichts Grundsätzliches ändern, bitte nicht den Kapitalismus abschaffen. Und dann noch eine Frage an jeden von uns. Die Leute, von denen die Gefahr ausgeht, sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Deshalb möge sich jeder prüfen, ob er nicht in sich fühlt, es gibt ein richtiges Leben im Falschen. Und aus solchen Menschen kann der Widerstand in dieser Gesellschaft kommen. Ja, danke. Schön. Wir stehen immer unter dem Zeitdiktat. Deshalb würde ich gern jetzt nur noch hier nach links, rechts schauen, wer etwas noch zu sagen hat. Unsere Runde wird beschlossen. Das haben wir vorher so miteinander verabredet. Regula Fenske wird ein Gedicht vortragen. Da sagt sie gleich auch etwas zu. Und anschließend wird dann Shedek Mossadegh hier mit die Bühne erobern. Ich möchte Sie alle ganz herzlich dazu bitten, zu bleiben. Ich habe ihn selber vor einem halben Jahr gehört und das ist ganz super. Bitte bleiben Sie hier. Ja, wer möchte noch hier etwas beitragen? Ich will nur noch mal sagen, also wir brauchen euch alle, wir müssen alle zusammenstehen und wir müssen alle gemeinsam, jeder Einzelne muss wissen, ja, dass wir gegen diesen Rechtsruck hier, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt stehen müssen. Ja? Und dass ich auf euch baue. Gut, gut. Dann tut mir leid, wir Appell nochmal mit dem Einsatz. Und zwar, was das größte Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, ja, ich möchte nur noch mal einen Appell richten an die Gesellschaft. Und zwar geht es nicht darum, die falschen Wege zu gehen oder die Augen in die falsche Richtung zu gehen, sondern das Schweigen ist es letztendlich, was uns alle tötet. Das Schweigen einer gewissen Mehrheit, die das Zünglein an der Waage ist und die letztendlich unser aller Leben bestimmt. Und da bitte ich euch, immer Farbe zu bekennen und keine Angst zu haben, euch einfach das zu sagen, was ihr denkt. Das war's. So, mir. Gut, nochmal zwei halbe hier. Also, das denke ich so als Schlusswort, oder wie? Ja. Also, ein Aspekt, der mir noch sehr wichtig ist, weil das immer wieder in der Diskussion vorkommt: mit den Rechten reden oder nicht. Also, als Hamburger Bündnis gegen Rechts kann ich sagen, Kanthölzer sind in der Auseinandersetzung nicht unsere Vor- und unsere Argumentation, aber man muss ganz klar einen Trennungsstrich ziehen. Und das hat schon Umberto Eco Anfang der 90er Jahre gesagt, wer tolerant sein will, muss auch die Grenzen des Tolerierbaren festlegen.
Und ich verstehe nicht, warum dieser Partei immer wieder die Gelegenheit gegeben wird, sich öffentlich zu äußern, warum Medien immer wieder meinen, damit ihre Quote erhöhen zu können. Man braucht sich das einfach nur ganz praktisch an der Hamburger Bürgerschaft anzugucken. Die AfD benutzt die Bürgerschaft als Podium für ihre Sonntagsreden. Und die praktische Arbeit in den Ausschüssen, da wo es eigentlich darum geht, dass Gesetze gemacht werden oder so, die findet nicht statt. Und deswegen muss man da einen Riegel vorschieben. Ich bin sicher, dass mein Onkel Heinz Egon Günther Laser, der mit 17 Jahren in Auschwitz ermordet wurde, zusammen mit seinen Eltern, meinen Großeltern, Anfang März 1943, also er ungefähr in deinem Alter gewesen, als er geboren wurde, und du hattest das große, große Glück, am gleichen Ort zu überleben. Ich bin sicher, dass mein Onkel, der Jüngste in meiner Familie, der Opfer der Shoah wurde, wenn er heute hier wäre, froh und dankbar wäre für all die Menschen, die offenen Sinnes sind und an diejenigen denken, die am größten Massenmord in der Moderne ermordet wurden, und froh und dankbar wäre für all die Anstrengungen, eine Wiederholung zu verhindern. Danke. Mir bleibt jetzt nur der Dank. Ich möchte aber gern zwei, darum bin ich gebeten worden, zwei Terminhinweise noch geben. Mit denen muss man ja ganz sparsam sein. Aber das schließt genau an den Worten von Ernst an, oder Felix, an, wieso immer wieder denen ein Podium geben. Der eine Hinweis geht nämlich auf eine Veranstaltung der Handelskammer. Das ist doch schön zu erleben, dass die Handelskammer bei der Stolpersteinverlegung vor ihren Türen die AfD ausgeladen hat. Die Handelskammer kann das machen. Weil die auch wissen, das ist keine Alternative für Deutschland. So, und diese Handelskammer öffnet ihre Türen, um am 30. Januar eine Veranstaltung zur Hamburger Wirtschaft und das KZ Neuengamme zu machen. Das ist auch etwas, um zu sagen, das hätte ich mir vor vielen Jahren oder vor wenigen Jahren noch nicht hätte vorstellen können, als Begleitveranstaltung, Programm liegt draußen aus, zu dieser Ausstellung, die wir jetzt im Rathaus zur Stadt und ihr KZ eröffnen. Der andere Termin... Hinweis betrifft den 30. Januar, den Jahrestag der Machtübergabe an die Nazis. An diesem 30. Januar wird um 17 Uhr eine Kundgebung stattfinden beim Stadthaus, um sich mit den Gegebenheiten dieses Geschichtsortes auseinanderzusetzen. So will ich das mal formulieren. Alles andere findet sich draußen noch da. Wenn Sie rausgehen, liegen da ja Flyer, die sollen auch immer gern mitgenommen werden. Jetzt zum Abschluss hat Regula Penske das Wort. Peggy, ich sehe dich ganz kurz noch, ja, weil da wäre mir Frau Penske ja sonst böse als, ja, als wenn ich einer Schriftstellerin das Wort. Danke, ich bin Peggy Parnass und werde immer mit begrüßt. Von dir zumindest mithalte ich ganz kurz. Es ist immer von Zeitzeugen die Rede. Mit Zeitzeugen werden immer Leute von vergangener Zeit gemeint. Wir sind alle Zeitzeugen jetzt. Vorausgesetzt, wie ihr alle schon gesagt habt, dass wir die Augen nicht zumachen und die Ohren auch nicht. So viel dazu. Mir geht auch durch den Kopf, dass alle meine Verwandten, es sind über 100, die umgebracht worden sind, meine Eltern in Treblinka, die anderen sonst wo, hätten überleben können,
wenn all die Länder, die angebettelt wurden, angeschrieben wurden, von allen, ständig, Bittbriefe, bitte lasst uns kommen, bitte lasst uns rein, wenn die uns reingelassen hätten. Keiner hat eingeladen, bis aber ein paar Kinder durften, mein kleiner Bruder und ich zum Beispiel, er war 4, durch einen reichen jüdischen Banker in Hamburg, Warburg, den ich nie kennengelernt habe, der das finanziert hat, konnten wir Kinder, Kleinkinder nach Schweden. Alle anderen nicht, und das gilt für heute, für alle, die hierher fliehen oder versuchen zu fliehen. Insofern hat sich nichts geändert. Nur wir Juden sind im Moment gut dran, gemessen an anderen. Danke, Peggy. Vielleicht darf ich dann noch hinweisen, am 4. Februar war es, nicht? Da hat Peggy Panas eine Veranstaltung im Ledigenheim, und das ist sicher auch noch wichtig zu wissen. Ich wollte zum Abschluss, es gibt noch viel zu sagen, aber ich denke, wir werden das Gespräch ja weiterführen. Ich bin eigentlich platzig mit dem, was ich noch alles sagen möchte. Gut, lass uns weiter miteinander reden und vor allen Dingen dann auch den anderen zeigen, dass es so viel schöner ist, wenn man zusammensteht und bunt und vielfältig lebt, als wenn man sich abschottet. Ich wollte gern, um nochmal auf den Anlass zurückzukommen und das, woher wir kommen, nämlich aus der Erinnerung, das hat ja Esther Bejarano am Anfang sehr richtig gesagt, ohne Vergangenheit haben wir keine Gegenwart und keine Zukunft. Und natürlich ist ja die Vergangenheit etwas, um daraus zu lernen. Ich wollte ein Gedicht lesen von Johanna Musdorf, mit der ich befreundet war bis zu ihrem Tod im Jahr 2000, das sie geschrieben hat im Gedenken und in Memoriam ihres Mannes Paul Bernstein, der in Auschwitz ermordet worden ist, vermutlich im November 1944. Einem Toten, dein Gesicht, das nicht mit mir altert, deine Schläfen, die Stirn, durch das Gestrüpp vieler Jahre blickst du mich an, dringst durch die Krusten und Grinde meiner täglichen Verletzungen, glättest meine Brauen, summst das Lied ferner Sommer, die lange verglüht sind. Plötzlich neben mir, im Treiben der Straße, raschen Schritts gehst du, die alte Ledermappe voll Bücher unter den Arm geklemmt, den Hut in den Nacken geschoben, Brillenglas funkelt, Schlips weht, gehst lautlos zwischen horchenden Häusern. Wenn der Abend wie weißer Rauch senkrecht über der Stadt steht, wenn die Türen der Gerechten vor Fremdlingen und Streunern zuschlagen, wenn Schulter an Schulter die Schuldlosen durch die Albträume ihrer Mörder wanken, allerdings hörte ich, die schlafen gut, noch wenn Hoffnung mich erhält, wenn ferne eine grüne Insel aus dunklen Strömungen taucht, immer, immer blutet dein Tod in mir fort. Gespräch zwischen dem Leben in Afghanistan und dem Leben hier. Du und ich. Du und ich. Zwei Einsame, zwei Müde, zwei Passanten. Du und ich. Ohne Heimat, Reisende. Du und ich,
ein Gedicht, das sich nicht reimt. Du und ich. Du und ich sind verdorrtes Gewächs einer Wüste. Du und ich sind Gefangene der Wüste. Du und ich, zwei Wanderer, die in die falsche Richtung gehen. Du und ich sind einander Stimmen, gemeinsame Stimmen. Am Rande mein Weinen, mein Schluchzen. Zwei Nachtwanderer, befreit. Befreit von der Freiheit. Oh,
Dieses Lied ist die Geschichte meines Lebens. Mein Leben, das als sechsjähriger Junge auf der Suche nach Arbeit auf den Straßen begann. Und bis zu diesem Moment, in dem ich vor Ihnen stehe, andauert. Deserteur. Die Geschichte des kleinen Soldaten ist einfach. Truppen in den Straßen führen Krieg für ein Stück Brot. Im Hinterhalt auf einen Passanten wartend, mal weinend, mal bettelnd, auf die Schuhe starrend für eine helfende Hand. Kinderdeserteur vor der Stadtpolizei. Geflüchtet aus der Kindheit zur Jugendlichkeit. Sie hörten von überall nur Kämpfe. Du kannst kämpfen. Truppen in den Gassen und Basaren in gnadenlosen Marsch. Arbeiten in Kugelhagel und Krieg. Krieg gegen Diener und Herren. Kleiner Deserteur, das ist erst der Anfang. Que sais, sa voz escuchar. Que sais, só devo o sol. Pode gonitar e o bom. Jan baroi در کمین آبران بود گاه گریه گاه زاری خیره بر کفشای مردم در تلاش دست یاری Zeit. Jugend ist was Schönes. Truppen, Szenen von Musik, Poesie und Gesang. Mitten in Krieg und Armut.
in der Ära von Mördern und Verbrechern. Wenn du bleibst und singst, für wen und wovon? Junger Deserteur vom Anschlag der Selbstmörder. Es wird Zeit weiterzuziehen, Saison der Emigration. Vorbeiziehen an leichtem Tod. Truppen in den Straßen, Kampf um die Wahrheit. Singen vom Tod der Wahrheit. Inmitten fröhlicher Menschen. Vor dir großer Krieg. Hinter dir ein verlorenes Leben. Alter Deserteur vor Kopf und Kapital. Singe laut von der Gleichheit.
Erhebe dich wütend weltweit. Gib ihnen ihr Paradies zurück. Atme frei. Jeden Tag töten sie dich, obwohl du ihre Schwester, ihre Mutter bist. Schreie laut, weil du Frau bist. Kämpfe. Du bist nicht eine Hälfte, nicht unvollständig. Du bist ihm gleich. Du bist mehr. Mach aus den Steinen, mit denen sie dich bewerfen, einen Berg. Steig auf den Gipfel und kämpfe. Kämpfe! Sie verbrannten dich auf der Straße und sagten, du bist heilig. Sie steinigten dich in der Wüste, weil du geliebt hast. Sie beschnitten deine Lippen und deine Nase zu Hause, damit du still bist. Im Bett wurdest du erniedrigt. Du hast seinen Schlaf nicht gestört. Komm aus der Stille heraus. Werde dein eigener Besitzer. Dann befreie deinen Geist von den Fesseln und gehe deinen eigenen Weg. Komm, gehen wir zusammen. Du für mich und ich für dich. Als Gründer für weltweite Gleichheit und Gerechtigkeit. Es ist schwer und erscheint uns unerreichbar. Doch wir können der Grund werden. Denn vielleicht wird die Welt eine bessere sein. Ja, bitte alle Licht. Licht. Und wir alle zusammen singen vor allem. Es hat nicht. پس بگیر هر روز می کشم تو را تا هری که مادری نه فقط زنی بلند بلند صدا صدا بزن منی ما و ننا کسی برابری تو بیشتری از سنگهایی که به سوی تو زدن کوه بساز برو با اوج قله کوه به جنگ به جنگ به جنگ آتش زدند و گفتند مقدسی در بیابان سنگ زدند تا که به عشقت نرسی در خانه گوش و لاب بریدند و به غربات نزدی در تخت تخمیر شدی سنگ به این خاک نزدی هر بیرون از خود و مالک جسم خیش شو سپس رها روح از این بند شد و پیش شد بیا کنار هم برای هم برابری شویم با سبایی عدالت سراسری شویم اگر چه خیلی سخت است محال است اگر شود وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر Vielleicht wird die Welt eine bessere sein. Vielleicht.
Ja, vielen Dank, ihr Teilnehmer heute und ganz besonders dem Podium und Ines und Schilkip und den beiden Freunden. Also vielen Dank euch allen, auch die ihr hier heute da wart. Ich will nur eines sagen. Man kann, Mensch kann, Mann und Frau Mitglied beim Auschwitz-Komitee werden. Wir gucken uns natürlich jeden nochmal genau an.